Okay, jetzt kann ich wieder Gas geben. Gehe ich wieder auf 70. Ich habe einen 10. hoch, ne? So, 60 ist hier erlaubt. Oder mindestens 60. Glaube ich. Ich weiß nicht, was die blauen Schwelle bedeuten. Mindestens oder maximal? So, jetzt kommt die kurvige Strecke. Achtung. Ruckeln in der Kurve ist Mist. So, und wieder rechts rum. Kein Gegenverkehr, ist auch langweilig, ne? Aber es wehtut, wenn ich da drüber fahre. Die kleinen Steinchen. Naja, ich fahre gerade mit 50 hier lang, aber ist egal. Beim Multiplayer hupe ich vor so einer Kurve, damit die anderen Spieler wissen, da kommt was. Aber man es hier nicht einsehen kann unbedingt. Aber dass ich ein Multiplayer ist, ist es kein Problem. Habt ihr gesehen? Ich habe auch die Kurve gekriegt. Und wieder so eine schöne Kurve. Vor mir sind zwei Fahrzeuge. Ah, hier muss ich bremsen. Ist ein bisschen steil die Kurve hier. Ein bisschen Haarnadelkurvig. Überholverbot. Darf man also nicht überholen. Durchgezogene Linie. Haarnadelkurve, Tunnel kommt sogar da vorne. Ja, das ist Griechenland hier. Ja, man viel Spaß. Vor allem, wenn man diese Strecke abfährt. So, schlafen muss ich noch nicht, tanken muss ich auch nicht, das ist gut. Aber hier kann man nicht schneller als 60 fahren. Kann man schon, aber das gibt nur Unfälle. Als trödeln die hier vorne. Hallo, gib Gas. Was kommt da entgegen? Das ist Nestle wieder. Und was kommt hier? Kann man nicht sehen. Irgendwas. Irgendeine Marke. So, jetzt geht es hier durch den Tunnel, danach kommt wieder eine Haarnadelkurve. Hier kommt ein Holztransport her. Achtung, Schleudergefahr. Oh oh. Ja, jetzt sind wir hier mitten in der Pampa. Irgendwo in so einem gebirgigen Gebiet. Jetzt kommt so ein schöner Tunnel hier, wo man rechts, links rausgucken kann. Immer noch Überholverbot leider. Da hat jemand gesprüht, Graffiti. Schöne Landschaft, ne? Ah, das ist die TSM Map 4.7 zurzeit. Ich freue mich schon auf die 5.0. Da ist Spanien und Portugal, wie gesagt, überarbeitet. Und dann wird das TSM-Team das nächste Problem bekommen, wenn jetzt hier als erstes beim nächsten Patch oder wann auch immer die Sitzverstellung kommt und drei neue Städte, dann müssen sie die Karte komplett umbauen. Und solange funktioniert das nicht, wenn man schon geupdatet hat, dann bleibt mir nur der Multiplayer und der wird auch nicht funktionieren, weil drei neue Städte dabei sind vielleicht. Also kein Eurotruck spielen zurzeit, eventuell für ein paar Tage. Ich hoffe nicht, dass es in meinem Urlaub passiert. Na gut, dann werde ich Minecraft weiterbauen wahrscheinlich. Und ein paar andere private Sachen erledigen. Personalausweis läuft ab zum Beispiel. Und ein paar andere Sachen. Ja, und es geht hier weiter durch die Berge. Die griechische Berglandschaft. Noch nichts Aufregendes gesehen hier, ne? Aber die Landschaft ist schon sehr gut gemacht. Hat er sich sehr viel Mühe gegeben, der Erbauer, der Mapbauer. Es sind ja mehrere Mapbauer, einer ist für Italien zuständig, einer ist für Spanien zuständig, einer ist für Griechenland zuständig
Und die sprechen sich immer ab und machen dann das und das da in ihrem Gebiet. Ja, und dann kommt halt so eine große Map zustande. Das ist ein Haufen Arbeit. Stundenlang sitzen sie davor, tagelang, wochenlang, nur um uns hier zu beglücken mit so einer schönen Karte. Hier ist auch ein kleines Hotel anscheinend, wo man hier direkt in der Landstraße wohnen kann. Überblick über die Berglandschaft hier. Hier scheint, glaube ich, noch so ein kleiner Bungalow zu sein, so ein Hotel-Bungalow. Könnte auch Wohnung sein, aber ich glaube, ein Hotel ist das. Hier wieder so ein kleiner Zaun. Sieht man auch selten. Dann so eine Steinwand hier, die mehr so in England normalerweise ist. Aber das ist hier Streckenabsperrung, die häufig in der Autobahnmitte steht. Jetzt ist die Berge gesperrt. Was holst du mich hier? Ich krieg Angst vor dir. Ein Hase! Überfahren! Der Osterhase ist platt. Der Osterhase ist platt. Bäh. Kein Ostern mehr dieses Jahr. Sehe vorbei, Ostern. Ja, das haben die auch eingebaut. Die Osterhasen, also die Hasen, die über die Straße laufen. Keine anderen Tiere leider. Wäre auch mal ein Gag, wenn eine Kuhherde darüber schreitet langsam und man muss anhalten. Ansonsten kriegt man Schaden, das wäre auch gut. Aber die Kühe haben auch keine Kollision. Genau wie die Hasen. Aber es ist ein kleiner Gag, wenn mal so ein Tier über die Straße läuft, man versucht anzuhalten, was ich gerade nicht geschafft habe. Da habe ich ihn platt gefahren. Wenn er Glück hatte, ist er da zwischendurch gekommen noch, aber ich glaube es nicht. So, hier ist eine Eisenbahnlinie wieder. Fast durch hier durch Griechenland. Jetzt ist wieder Überholverbot, scharfe Kurve. Ja, Husten ist nervig, ich weiß. Bleibt leider nicht aus. Man muss auch mal trinken dann, ne? Prost. Du sollst das niemals so schnell vom Mund wegnehmen, dann spritzt das Wasser hoch und beträufelt mein Bein. Obwohl bei Hitze ist kein Problem ist, aber trotzdem, dafür habe ich geduscht gerade. Um den Schweiß der Nacht abzuwischen. Naja, Nacht. Es ist 11 Uhr, ich habe bis um 10 Uhr geschlafen. Weil ich um 12 Uhr aufstehen muss. Spätestens ist jetzt 11 Uhr etwas. 11.40 Uhr, das heißt, in 15 Minuten muss ich offiziell aufstehen, Brot machen, kurz was frühstücken und dann Mittagessen oder wie auch immer man es nennen möchte um 12 Uhr und dann ab zur Arbeit, um bis um 0 zu arbeiten. Dann bin ich um kurz vor 1 wieder hier und dann werde ich mal sehen, ob ich noch weiterspiele hier oder nicht. Oh, es geht wieder bergab hier mit mir. Ja, gleich sind wir aus Griechenland raus. Da kommt mal dieses Dorf nochmal, was wir am Anfang gesehen haben. Bisschen Meer befahren diesmal. Das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Und dann mache ich die Aufnahme Stopp. Dann sind wir nämlich im Hafen wieder. Und Italien wollte ich ja nicht mehr zeigen, die eine Strecke da. Man fährt immer dieselbe. Eventuell zeige ich euch nochmal das alte Dänemark, was die TSMer gebaut haben. Wenn ihr das vielleicht geholt oder noch nicht mal ankommt, da könnte schon die neue Add-on sein. Das nördliche Add-on, wo Dänemark mit bei ist, von SCS Software und eventuell Finnland, Schweden, Norwegen vielleicht. Ich hoffe es jedenfalls. Das müsste Spaß machen. Ach, fahren wir mal hier rum. Ah, hier fährt auch da rum. Da fahre ich gerade aus. Scheißegal. Fahre ich andere mal da rechts rum. Links rum. Ich verwechsel die Seiten immer. Hier ist wieder dieses eine Uhrzeichen, was wir am Kran gesehen haben, so ungefähr. Könnte, glaube ich, dasselbe sein. 50 km/h, wir sind in Patra. Bin ich ja schon mal durchgefahren in Patra, oder? War es eine andere Stadt?
Nee, war eine andere. Hier, Fahrradfahrer. Ah, Patra mag ich nicht. Hier sind zu viele Ampeln. Wind. Was steht da? Kann ich nicht lesen, das ist kyrillisch. Internet irgendwas. Irgendwas mit Internet. Fahr nicht los. So, nächste Abfahrt muss ich ab. Was steht da an der Häuserwand? Mediamarkt, was haben Sie im Angebot? Muss eh halten. 24 könnten Stunden sein. Oder 8. 24 Tage, 8 Stunden oder was soll es sein? Das ist irgendwas Griechisches. Wer Griechisch kann, dann kannst du es gerne übersetzen und mir schreiben. Naja, auf jeden Fall Mediamarkt. Obwohl ich vom Mediamarkt nicht so überzeugt bin. Haben wir nicht Auswahl. Arbeitsagentur gefunden. Meistens gehe ich immer dann, wenn ich was einkaufen sollte, entweder Saturn oder bestelle im Internet. Brauche ich nicht selber schleppen. Und da ich ja mal so eine scheiß Arbeitszeiten habe, habe auch keine Lust, dann noch mal hinzugehen, wegen was Elektronik kaufen oder was auch immer, dann guck mal halt im Internet und dann kann man sich dann eine Paketstation abholen jederzeit. Das ist schon ganz praktisch. So, jetzt fahren wir hier runter. An dem Hafen war ich noch nicht. War ich schon mal, aber nicht in dem Spielstand hier. Ich habe mal wieder neu angefangen. Ich weiß auch nicht warum. Aber macht ja auch nichts. Ne? Man kann ja mal neu anfangen. Ach ja, weil ich neue Trucks runtergeladen habe. Ich wollte ja mal mit so einem Oldtimer fahren. Den Scania habt ihr ja schon gesehen. Dann habe ich ein paar andere runtergeladen. Diesen LKW, der in der Straße mitfährt, habe ich auch runtergeladen. Den Peterbilt oder was da war. Der jetzt entgegenkommt, der US-Truck. Davon habe ich zwei runtergeladen. Einen werde ich mir noch kaufen oder zwei. Mal gucken. Ja, jetzt gleich verlassen wir Griechenland. Da mache ich die Aufnahme Stopp. Dann könnt ihr euch die angucken, soweit, wenn ihr wollt, jederzeit. Und immer wieder. So oft ihr wollt. Es freut mich immer, wenn Leute meine Videos angucken und denen das auch einigermaßen gefällt. Aber es wäre auch mal schön, wenn ihr mal was zu schreiben würdet. Dann habe ich was zum Lesen, könnt ihr euch antworten. Ich gucke nach Möglichkeit jeden Tag auf meinen Kanal rauf. Oh, 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 dann, dann. Ja, stimmt ja, hier war ja was. Bang. Bang. Bing, bang. Hier sind noch ein paar Palmen. Oh, noch einer. Bing. Die sind aber nicht so extrem wie die anderen. So, hier müssen wir ins Hafengebiet rein. Ah, das ist ja nett, dass er anhält. Danke. Kurve. So, da sind wir jetzt im Hafen. Ich verabschiede mich schon mal. Ich hoffe, euch hat das gefallen, diese kleine Sightseeing-Tour durch Griechenland. Bis dann. Tschüss.